Hänsel und sondern sie lockt die Kinder ins Haus mit folgendem Lied. Hans und Gretel, ja, das sind zwei Kinder und die irren so durch den Wald. Dieser Wald ist nicht nur unheimlich finster, sondern auch noch bitter kalt. Sie kommen an ein merkwürdiges Knusperhaus und da schaut eine Hexe raus. Mann, die ist ja so gemein, lockt sie ins Haus und zwar mit folgendem Lied. Ganz genau folgendes Lied, ja, ganz genau folgendes Lied. I'm in love with the shape of you und ich zeig euch mein Arsch-Tattoo. I'm in love with the shape of you und ich blas euch den Arsch dazu. I'm in love with the shape of you. Komm, wir feiern der Party, oha, 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 oha. Eine Knusperhausparty, oha, 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 oha. Eine richtige Party, oha, 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 oha. Ohne Mutti und Vati, oha, oha, oha. Mit Pfefferkuchen und Smarties, oha, 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 oha. Eine Knusperhausparty. Diffamieren, denn Hexen sind genauso Menschen wie du und wie du. Und davon weiß auch Max Giesinger zu singen. Eine ganz normale Knusper-Hexenwoche. Heimkommen und erstmal die Kinder kochen. Ist für sie ja kein Problem, weil die Kids nachts im Wald vor ihrer Türe stehen. Sie fragt sich, wie es gelaufen wäre ohne Kinder, wenn die vorbeigelaufen wären. Aber jetzt sind Hans und Gretel dran. Sie hat Hunger, schmeißt den Ofen an. Und wenn sie backt, ist sie so anders, lässt alles los für das Gefühl. Und wenn sie backt, ist sie so anders für den Moment, für das Gefühl. Dann geht sie barfuß durch die Küche, kriegt den Teig mit weißen Hand, spuckt eines viermal in die Schüssel, klatscht der Kuchen an die Wand. Und wenn sie backt, ist sie so anders für den Moment, für das Gefühl. Für Hans und Gretel ein Scheißgefühl. In einem völlig anderen Licht erscheinen lässt. Sie ist die eine, die schlimmer lacht. Schlimmer lacht, die schlimmer lacht, die schlimmer lacht. Oh, die schlimmer lacht. Und nur sie weiß, sie ist ja so gemein. So gemein, so gemein, so gemein. Aber nur wenn sie alleine ist. Denn sie ist die, die kleine Kinder frisst. Und dabei immer schlimmer lacht. Oh, viel schlimmer lacht. Rumpelt sie in stiller Nacht.
von Hans und Gretel umgebracht, still und heimlich kalt gemacht und zum Metzger reingebracht, bis der letzte Knochen kracht, daraus wird der Brei gemacht. Schlaft schön, Kinder, gute Nacht. Von Hänsel und Gretel. Hänsel und Gretel gehen durch den Wald, da ist es finster und so kalt. Ja, sie kommen an ein Knusperhaus aus Pfefferkuchen fein. Wo mag der Herr vom Häuschen sein? She is gone, oh, oh, oh. Die alte Hexe, she is gone. Ja, sie kommt nie wieder her und das Knusperhaus bleibt leer. Die alte Hexe, she is gone. Ich sag, fetch euch wie Moskito, haut bloß ab Capito, das Märchen ist finito.